Ich freue mich wirklich riesig auf den Nicolas Barrow. Und ich übergebe einfach das Wort an dich, lieber Nicolas. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne, nutze ich diese Gelegenheit, meine Sicht der Dinge auch darzulegen. Also mein Name ist Nicolas Barrow. Ich bin seit ein bisschen mehr als 10 Jahren hauptberuflich unterwegs mit den 5 biologischen Naturgesetzen, diesen grundsätzlichen Entdeckungen über, warum der Organismus wie reagiert und was das eigentlich soll. Ja, bin Ende 30, bin Weltenbürger, also bin im ganzen deutsch-, englisch-, italienischsprachigen Raum eigentlich unterwegs, mache Kurse, Seminare, Individualberatungen mit dem Thema eben allen Menschen, die da interessiert sind. Mein Mission Statement oder was ich da für eine Motivation habe, ist, dass ich den Menschen, die sich dafür interessieren, sich diesem Thema anzunähern, auch eine Möglichkeit dazu geben möchte. Also mich hat das, als ich das kennengelernt habe, gestört, dass es so ein Geheimwissen war, dass es so schwierig zugänglich war. Und mein Fokus ist daher, dass diejenigen Personen, die Interesse haben, sich dieses Themas eben anzunehmen, sich dem anzunähern, dass sie auch eine Möglichkeit finden, dass es einfach wird, dass es machbar wird, dass dadurch die individuelle Freiheit der Information und damit der Entscheidung und der Handlung ein bisschen erweitert wird. Warst du persönlich krank? Hattest du, ja, war da irgendwas oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Nee, das war ganz zufällig. Also ich bin mal auf so einem Vortrag reingeschneit vor, das war schon 2001 oder 2000 rum. Und das war damals, war das relativ aus heutiger Sicht didaktisch sehr schwierig gehalten, und ich hatte damals gar nicht so richtig Überblick, was ist denn das jetzt? Ja, was macht man damit? Aber es war ausreichend interessant. Das ganze Thema hat mein Interesse an Systemen bedient. Also war sehr strukturiert und gut nachvollziehbar, wenig dunkle Flecken. Und dadurch habe ich mich weiter beschäftigt mit dem Ganzen, und das hat sich erst über die Jahre dann aber ergeben, dass das ernsthafter wurde. Also ich hatte keinen Schicksalsschlag, der mich jetzt gezwungen hat, mich irgendwie umzuorientieren, sondern es hat sich so ergeben. Ja? Und in diesem Sinne bin ich auch relativ gelassen. Also ich hab nicht einen eigenen Schmerz, den ich da jetzt irgendwie aufarbeiten muss. Da gibt es ja viele, die beschäftigen sich mit solchen Themen aus eigener Betroffenheit oder Betroffenheit von Nahestehenden. Und wo dann ganz leicht dieser emotionale Druck durchkommt, ja, wo eine Zwanghaftigkeit entstehen kann, die für die Interessierten sehr unangenehm sein kann. Und ich habe das nicht. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil es interessant war, weil es ausreichend interessant war, und habe so im Laufe der Jahre dann so langsam die Schritte gemacht, um das ernsthafter zu machen. Und wie siehst du das, was im herkömmlichen Sinne als Krebs bezeichnet wird? Was ist Krebs? Es gibt so Fragen, auf die gibt es kurze, unvollständige Antworten und fast nicht machbare, vollständige Antworten. Also bei dem Phänomen, bei der Idee des Krebs haben wir mehrere verschiedene Dinge eigentlich. Das eine ist die Idee. Was geht in einer Person vor, die von sich sagt, ich habe Krebs? Oder der gesagt wird, sie haben Krebs? Und das andere ist, was geschieht da auf einer biologischen Ebene, also im Gewebe, im Organ, welche Änderungen finden da statt. Und wir haben jetzt aus der konventionellen Betrachtungsweise, ist die Grundsatzidee ist ein chaotischer Prozess. Das ist schiefgegangen, da ist was mit der DNA schief, bei der Zellreplikation, und deswegen geht es jetzt durch und der Körper kann es nicht beherrschen und das führt unweigerlich zu Problemen. Und aus dieser Idee entsteht natürlich eine ganze Reihe von Folgen. Also für die Person, die glaubt, dass in ihrem Organismus jetzt das Chaos ausbricht. Das ist einfach so, ja, vom Schicksal geschlagen, sie jetzt erwischt. Aus dem Blickwinkel der 5 Naturgesetze laufen andere Prozesse ab. Aus diesem Blickwinkel passiert im Körper nichts aus einfachem Zufall, sondern der lebende Organismus, nicht nur der menschliche, ist im ständigen Versuch der Anpassung an die wahrnehmbare Umwelt, also was man eben interpretieren kann anhand der Sinnesreize, die reinkommen. Das ist ja nicht unbedingt das Gleiche, wie was wirklich passiert. Eigentlich ist es es nie. Und diese Reaktionen, die wir da machen, die wir völlig unwillkürlich und
unentschieden machen. Der Körper macht es einfach, so wie mehr Speichelfluss oder mehr Magensäure im Rahmen des Verdauungsvorgangs. Diese Anpassungsmechanismen, diese Versuche, gehen einher mit Struktur- und Funktionsveränderungen. Und jetzt ist es so, dass unsere moderne Art zu leben, also der letzten vielleicht 5000 Jahre, mit in Städten, mit Geldsystemen, mit Vertragsrecht, dass die zwar komfortabel und sicher ist fürs Individuum, aber die macht es unheimlich viel schwerer zu ändern. Das heißt, jedes Wildtierchen, jedes Eichhörnchen, jedes Reh hat einen viel gefährlicheren Alltag, kann aber viel leichter die Bedingungen ändern, in denen es gerade besteht. Also kann einfach den Wald wechseln, kann einfach den Baum wechseln. Wir machen das nicht so leicht. Wir bleiben Monate, Jahre, Jahrzehnte lang in Situationen gefangen, die uns emotional aufwühlen, die uns gar nicht passen, wegen Abhängigkeiten, geglaubten Abhängigkeiten. Und dadurch produzieren wir die Stimuli, die diese Anpassungsmechanismen wiederholt, häufig, intensiv und für lange Zeit betreiben. Bis hin zu Veränderungen, die man dann eben als nicht mehr regelrecht ansehen kann, wenn man im Mikroskop draus schaut. Der Unterschied ist jetzt eben, dass in diesem Blickwinkel der fünf Naturgesetze ist, wenn da eine Veränderung entsteht, dass kein Chaos, es ist auch kein Unfall, es ist eine ungewünschte, also eine unwillkommene, aber logische Konsequenz anderer Vorbedingungen. Und im Rahmen dieser Verbindung, dass die Lebensbedingungen der Person oder des Tieres, um das es geht, damit zu tun haben, entsteht jetzt die Möglichkeit, auch mehr zu tun, als nur auf dieses Stück Gewebe fokussiert zu sein. Die konventionelle Herangehensweise in der Behandlung von allerlei verschiedenen Krebsarten fokussiert sich auf die körperliche Situation und das in den Griff zu bekommen mit unterschiedlich gezielten oder generalisierten Maßnahmen. Aber die Frage, warum ist denn das da? Warum kam denn das von Anfang an? Das wird da natürlich nicht beantwortet. Da gibt es viele Ideen darüber, gibt es viele verschiedene Theorien darüber. Die fünf Naturgesetze sind hier ein Modell, das sich leicht nachvollziehbar ist, das also wenig metaphysisch ist, sondern sehr, sehr direkt. Das aber, und das kommt dann dazu, allein der Fakt, dass wir wissen, warum ist das jetzt da, macht ja nicht, dass alles in Ordnung ist. Das ändert ja nicht die Situation, die jetzt besteht im Moment. Das heißt, wenn wir fragen, Krebs, was ist das? Ja, dann muss man eigentlich direkt im nächsten Schritt fragen, was ist das für diese Person? Was hat das für eine Konsequenz für diese Person? Wenn diese Person wüsste, dass was da ist, nicht mehr weitergehen würde, so bliebe, wäre sie dann zufrieden? Wäre es dann in Ordnung? Oder wäre es trotzdem ein Problem? Denn aus dieser Kenntnis, diese fünf Naturgesetze, ergibt sich ja zwangsläufig, dass es nicht nur darum geht, was ist da los, sondern auch darum geht, wie geht es der Person damit, was da los ist. Und wir haben eigentlich in der ganzen Medizin, in fast allen Fachbereichen, aber in Onkologie natürlich speziell, haben wir diese schwere Belastung der Idee, was ist mit mir los? Und wenn wir im Sinne der fünf Naturgesetze konsequent handeln wollen, dann ist nicht nur die Frage, was ist die Ursache hinter all dem, sondern was ist der jetzt mögliche Umgang der Person mit ihrer Situation, damit nicht noch weitere Probleme entstehen. Und leider ist es so, dass wir Menschen, wir halten uns für sehr psychologisch. Also wir reden uns gern ein, dass wenn ich fest an was glaube, dann ist es so. Tatsächlich ist die Biologie, also das, was unseren Körper betreibt, viel, viel älter und Millionen Jahre älter und auch in unserer Form, Homo sapiens, 300.000 Jahre alt. Das heißt, das, was wir in der Lage sind, uns mit Wissen und Ideen selbst einzureden, genügt manchmal nicht, um dieses Bauchgefühl von Verunsicherung, dieses Bauchgefühl von Angst wirklich beruhigen zu können. Da muss man dann trotzdem etwas tun, um da rauszukommen aus der Situation. Die Frage, was ist Krebs aus Sicht der fünf Naturgesetze, ist also kaum einfach zu beantworten. Es ist ja natürlich die Folge eines biologischen Programms, eine Konsequenz eines biologischen Programms, die je nachdem, was wo abläuft, problematisch sein kann, mehr oder weniger. Aber vor allem ist die Person betroffen mit einer Idee,
die in sich weitere Probleme produzieren kann. Das heißt, ein adäquater Umgang mit der Situation, so dass man wirklich in Ruhe kommen kann, ist ganz wichtig, um langfristig hier eine Beruhigung zu finden. Also nur sich zu sagen, ich weiß jetzt, woher es kommt und das bin ich zufrieden damit, das genügt nicht. Aber leider gibt es diesen Irrglauben vielmals, ja, dass wenn man glaubt, man weiß, woher es kommt, ist gut. Und so funktioniert die Biologie eben nicht. Ja, wir sind zufrieden, wenn wir eine Antwort haben, aber der Organismus, die Biologie, braucht mehr als nur einen Gedanken. Und mit den 5 Naturgesetzen können wir das verstehen, wie das funktioniert. Wir können verstehen, warum tritt etwas auf, jetzt oder in diesem Zeitrahmen im Leben der Person. Was wäre die theoretisch ideal beste Maßnahme zu tun? Ob das machbar ist für die Person realistisch, ist wieder eine ganz andere Frage. Wir können also, wenn wir diese Naturgesetze und ihre Bedeutung konsequent zu Ende denken, kaum eine pauschale Antwort geben auf so eine Frage. Sondern es ist immer, was ist das im Leben dieser Person? Was für Konsequenzen hat das da? Wie kann ich wissen, wie das sich weiterentwickelt? Und gerade, weil es ja nicht einfach ein chaotischer Zufallsprozess ist, der im Körper abläuft, sondern weil da genaue Dinge einander bedingen, einander aneinander steuern, genau deswegen ist diese Klarheit zu schauen, was ist mit dem Individuum tatsächlich, ist so wichtig. Wir haben in der Medizin, nicht nur in der konventionellen Medizin, auch in der Alternativmedizin ganz viel pauschalisierende Herangehensweisen. Also wo man dann einfach ein anderes Mittel verwendet oder eine andere Maßnahme verwendet für die gleiche pauschale Idee, dass zwei Personen, die gleiche Diagnose haben, die gleiche Situation hätten. Und das stimmt aber nicht. Zwei Personen können die gleiche Diagnose haben, ausgelöst von inhaltlich identischen, aber persönlich unterschiedlichen Lebensumständen. Wo dann die zweimal identische Maßnahme zwar auf einer symptomatischen Ebene, also zur Schmerzlinderung oder dergleichen, durchaus funktionieren kann, aber es hat nichts damit zu tun, warum sind diese Umstände im Leben der Person A und im Leben der Person B so, die es dazu geführt haben, dass da eine Situation entsteht, die jetzt Behandlung bedarf oder Eingriff bedarf. Aber es gibt ja, so wie ich das verstanden habe, so ganz grundlegende Herangehensweisen. Also ich würde gerne mal so ganz konkret an ein Beispiel rangehen. Ich nehme jetzt einfach mein Beispiel, weil es mir sehr nah ist. Also ich hatte die Diagnose Brustkrebs, rechte Seite. Also Linkshänder, ich bin Linkshänderin. Ja, das kommt am Ende. Okay, gut. Ja. Die allererste Frage ist es jetzt gefährlich? Ist da jetzt eine Gefahr da? Und das hängt natürlich von der konkreten Situation ab, das lässt sich jetzt pauschal gar nicht sagen. Wenn eine konkrete, zeitnahe Gefahr da ist, dann muss da natürlich eingegriffen werden. Dann ist die nächste Frage, gibt es eine subjektive Gefahr? Das heißt, wenn jetzt nicht in nächster Zeit gehandelt werden kann, was bedeutet das für die Person? Was würde aufgrund dieser, wie diese Person beschaffen ist, also ob sie jetzt Angst hat oder gemütlich ist oder einen Plan B hat, was kommt dann? Wie geht es weiter? Und diese Gefahren müssen als allererstes geklärt werden. Und es entsteht mitunter aus der Kenntnis, was für ein Gewebetyp ist es, wie läuft es ab. Es ist so, dass wir haben also einige 100 sogenannte biologische Sonderprogramme in unserem Organismus am Laufen, wie alle Säugetiere eigentlich. Und in beinahe jeder Stelle des Körpers gibt es da verschiedene modulare Teile, die durch verschiedene Gewebe repräsentiert sind. Und im Fall der Brust haben wir also Drüsengewebe, wir haben Milchgangsgewebe, wir haben das ganze Bindegewebe draußen rum, Lymphstrukturen und dergleichen. Und das sind also drei verschiedene Gewebestrukturen, die da vorhanden sind, die aufgrund unterschiedlicher Faktoren aktiviert werden, ganz unterschiedlicher, und die anders verlaufen. Wenn wir beispielsweise den Drüsentypus hernehmen, also das drüsige Mammakarzinom, das ist ein Geschehen, das relativ langsam entsteht, also langsam heißt über Monate, das nicht entzündlich ist, das also relativ lang unbemerkt bleiben kann. Ja, das kann einige Monate dauern, bis es überhaupt bemerkbar wird, bis es überhaupt oder darstellbar wird. Und folgt aber einem beinahe exponentiellen Wachstum. Das heißt, wenn es mal eine gewisse Größe hat, geht es auch rapide weiter.
ist aber in diesem Fall, wie gesagt, nicht entzündlich. Das heißt, ist nicht besonders schmerzempfindlich. Und das entsteht, das wird aktiviert durch einen sogenannten Sorgestreit oder Nestrevierkonflikt. Das heißt, eine Situation mit Bedrohung für nahestehende Personen. Und in deinem Fall jetzt, du hast gesagt, du bist Linkshänderin und auf der rechten Seite, würde es bedeuten, dass es für eine Person war oder Personen waren, die hierarchisch von dir Schutzberechtigung haben oder die für dich zuständig sind. Das heißt, entweder jemand, der kleiner ist als du, man sagt, metaphorisch sagt man die Mutter-Kind-Seite, wobei Mutter-Kind ist hier eben eine Metapher für die Position. Ja? Das Kind ist der Archetypus des Schutzbedürftigen. Das muss nicht ein Kind sein. Es kann auch eine betreute Person sein, jemand, für den du zuständig bist. Und der Mutterbegriff ist auch hier eine archetypische Beschreibung für die Person, von der Schutz erwartet wird. Das kann auch der Chef sein, das kann auch der religiöse Guru sein. Ja? Also eine Person, die man für gut und kompetent hält und von der man Schutz erwartet. Und im Fall vom Drüsengewebe wäre das also jetzt eine Sache, die damit zu tun hat, dass mit in dieser Beziehung eine Gefahr besteht. Man sagt auch Nestrevierkonflikt, das heißt der ganz enge kleine Bereich. Und zwar eine Gefahr, die nicht akut gefährlich ist, die nicht jetzt, also Leben und Tod morgen, sondern so eine hängende, schleichende Gefährdung, wie wenn da geht es jemand immer schlechter und ich kann nichts tun. Ja, und eine andere Möglichkeit, oder also um das abzuschließen, das wäre also ein Drüsengewebsgeschehen, das relativ ja, zu Beginn linear und dann schneller werdend solide Tumoren bildet, die zumindest zu Beginn schwierig feststellbar sind, die wenig entzündlich sind, wenig schmerzempfindlich sind. Und das ist was entsteht in der sogenannten konfliktaktiven Phase. Das heißt, solange das Problem besteht, solange diese Lebenssituation besteht und wenn sich diese Lebenssituation erübrigen sollte, auflösen sollte, dann kann das vernarben, kann entzündlich vernarben, kann auch Abbauprozesse geben, dann wird es auch schmerzempfindlich tatsächlich. Dann gibt es Auflösungsprozesse, die auch je nach Lage und Größe Schwierigkeiten machen können natürlich. Eine andere Möglichkeit, die häufiger bemerkt wird, weil sie symptomatischer ist, ist die Situation mit den Milchgängen. Die machen während dieser konfliktaktiven Phase keine bemerkbaren Symptome. Die spürt man da in der Regel nicht. Aber wenn es in eine Lösung geht, also wenn die Situation sich auflöst, dann gibt es hier Entzündungsprozesse mit Aufstau von Wundsekret. Da kann sich also innerhalb von relativ kurzer Zeit, von wenigen Tagen, kann sich da ein großer Knoten bilden, der auch entzündlich ist und dementsprechend stark spürbar ist und Probleme macht. Und bei den Milchgängen geht es um einen sogenannten Trennungskonflikt, der also mit von der Brust gerissen zu werden zu tun hat. Das hat also zu tun mit einem abrupten Abriss einer sehr nahestehenden Person, wo es aber eben in der emotionalen Beziehung nicht um die Sorge, um die Beziehung geht, sondern um den Verlust, dass er diese Person nicht mehr am Körper ist. Und die Händigkeitszuordnung wäre die gleiche. Das heißt, auch da wäre das mit einer Person, die schutzbedürftig ist oder Schutz liebt. Ja, das heißt, dass da eine Beziehung, die vielleicht zuvor auch körperlich war, also mit körperlicher Nähe auch tatsächlich war, abrupt getrennt wurde. Und diese abrupte Trennung, die in dieser konfliktaktiven Phase bemerkt man da eben nichts. Erst wenn es wieder zusammenkommt. Wenn es wieder zusammenkommt oder wenn die Trennung auf einmal wünschenswert wird. Ich hatte einmal eine Frau gesprochen, die hatte das mit diesen Milchgängen. Die hatte für Jahre eine Beziehung, die nicht stabil war. Ja? Also mit immer wieder Trennungen, mit immer wieder hin und her und sagen wir unsicher, ob man sich nochmal sieht und so weiter. Und die hatte also nach ein paar Jahren, hatte sie einfach für sich beschlossen, sie will das nicht mehr. Sie macht jetzt wirklich Schluss und will sich neu orientieren. Und nachdem diese Sache ausgesprochen war und ausformuliert war, hat es bei ihr angefangen, eine Schwellung zu geben. Ja? Also nachdem diese latenten Trennungen, die immer wieder produziert wurden in dieser Beziehung, nachdem die also geschlossen wurden im Sinne, weil sie gar nicht zurück wollte, weil sie den Kontakt gar nicht mehr wünschte. Und hat dann relativ schnell stark Symptome gemacht, hat dann ganze klassische Therapie auch gemacht im Schreck und war aber vom,
vom Konfliktverlauf her war das sehr transparent, das nachzuvollziehen. Also es war sogar andersrum, sie hat es nicht erzählt, sondern ich habe ihr gesagt, was geschehen sein muss. Aufs Datum, glaube ich, auf den Tag hin und her genau, die Konfliktlösung, also ihre Entscheidung, die Beziehung bleiben zu lassen, vorhergesagt. Und das kann man eben mit diesen Naturgesetzen machen, wenn man Koordinaten hat, wenn man weiß, wann hat das Schmerz gegeben, wann hat das eine Entzündung gegeben. Dann kann man manchmal wirklich ziemlich genau sagen, in welchem Zeitraum, in welcher Woche und in welchem Tag muss da irgendein Lebensthema, das man eben auch charakterisieren kann, das man emotional umschreiben kann, muss es da eine Wendung gegeben haben, in welche Richtung, ja? Also in Aktivierung oder in Lösung oder was auch immer. Und so lassen sich diese Prozesse, die in der Regel für die betroffene Person einfach so auftreten, lassen die sich sehr gut zuordnen, mappen auf die Biografie der Person. Und das ist eine der Stärken, die wir haben mit diesen fünf Naturgesetzen. Das ist keine Frage von, ich kann es mir einreden oder vorstellen, sondern wenn ich das korrekt machen kann, wenn die Informationen da sind, dann kann ich anhand dessen, was geschehen ist oder geschieht, die emotionale Welt der Person rekonstruieren. Und das weiß ja nur der betroffene Mensch, ob das so ist. Und in dem Moment, wenn man das machen kann, wenn die Informationen da sind und man das zuordnen kann, dann weiß die betroffene Person auch, man spricht von mir. Es ist nicht mehr nur irgendein Lehrbuch, Zitat oder eine Theorie, sondern dann lässt sich nachvollziehen, okay, auf dich trifft das so zu, da ist es so geschehen. Und daraus ergeben sich natürlich neue Möglichkeiten, jetzt weiterzugehen. Ja, wie will man das machen? Denn tatsächlich ist auch so, dass nur weil wir da solche Wallungen haben im Leben, dass da Situationen auf und ab gehen, sind wir deswegen noch lange nicht immer gewillt, wirklich zu soliden Änderungen zu kommen. Ja, also Homo sapiens hat es so weit gebracht, dass wir nicht einmal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, sondern tausendmal, um sicher zu gehen. Und das führt dann oft auch erst zu weiteren Problemen. Und in dem Moment, wenn ich das verstehen kann, dass es wirklich nicht einfach ein Schicksalsschlag ist, der mich jetzt blöd erwischt hat, sondern dass mein Leben was damit zu tun hat, dann habe ich auch eine Motivation, andere Entscheidungen zu treffen, anders weiterzumachen. Ich kann damit natürlich auch was bewirken. Und deswegen sind diese fünf Naturgesetze sind so eine Art Landkarte für den Weg zurück zu sich selbst. Also weg von diesem, es wird schon irgendwie von alleine besser werden, wenn ich es lang genug glaube, hin, dass man sieht, okay, ich reagiere, obwohl ich was anderes will, aber ich reagiere, es passiert so. Und die Biologie erzählt da keine Märchen. Und in dem Moment, wenn ich diese Biologie und wie es geschieht auf mich übersetzen kann, da kann auch ich mir nicht mehr so viel Märchen erzählen. Da kann ich mir dann auch nicht mehr einreden, dass ich einverstanden bin mit dem Chef, der mich seit 10 Jahren quält oder mit der Lebenssituation, wo ich seit Jahren träume, wie ich nur rauskommen kann, aber nie gesagt habe, dass ich raus will. Ich kann es dann nicht mehr mir die Märchen erhalten. Und das ist einerseits, gibt es natürlich oftmals ist es erstmal wie ein Schlag in den Nacken, dass man erstmal feststellt, okay, ich erzähle mir ja was und der Körper macht nicht mit, der reagiert da ganz anders. Aber daraus ergibt sich natürlich auch die Freiheit, anders zu machen. Ja, zu mehr Möglichkeiten zu sehen und dadurch auch einen weiteren echten Einfluss zu haben auf, was mit dem Körper geschieht. Also nicht nur Zuschauer zu sein im Prozess des Gesundwerdens oder wie man es nennt, sondern da wirklich auch beitragen zu können. Das heißt, Ursache siehst du letztendlich immer in einem Konflikt? Ja gut, Ursache ist immer, dass man da ist, ja. Also dass man auf der Welt ist und dann empfindensfähig ist. Das, was Dr. Hamer als biologischen Konflikt bezeichnet hat, ist im Prinzip eine Verdichtung von Wahrnehmungscharakteristiken. Das ist einfach eine Art von Erleben, die im Widerspruch steht zu, mit was im Rahmen meiner Glaubenssätze, Erfahrungen und Instinkte möglich ist. Und das hat Hamer als biologischen Konflikt bezeichnet. Und die Wortbedeutung gibt es auch her, weil
Konflikt, vom lateinischen Confligere, heißt Zusammenstoß und Stillstand, also dass das nicht weitergeht. Aber der Begriff ist unpassend behaftet. Ja? Also häufig behaftet mit der Idee, dass es was per se Schlechtes sei oder Problematisches sei. Tatsächlich ist dieser Wahrnehmungsmoment, dieser biologische Konflikt, ist ein Moment von Realisierung, dass es so nicht weitergeht. Und jetzt ist es aber so, dass ein großer Teil der körperlichen Symptome, die wir wahrnehmen können, vor allem die wir wahrnehmen können, treten nicht auf im Rahmen des Konflikterlebens, sondern im Rahmen der Lösung. Also dann, wenn das von einem abfällt. Und das liegt daran, dass diese Aktivierung, die dieser biologische Konflikt macht, geht einher mit der allgemeinen Stressreaktion, mit Ausschüttung von Stresshormonen und allem, was damit mit zusammenläuft, das in der Regel keine direkten Körpersymptome produziert. Also wenn man in Alarmzustand ist, dann macht man sich keine Gedanken, dass es irgendwo zwickt und zwackt. Und man ist dann fokussiert auf eben dieses Problem. Und ein großer Teil der Symptome, die wir spüren können, wo man morgens aufwacht und sagt, da tut es irgendwo weh, da ist irgendwas los, treten auf nach den Lösungen. Wenn man also am Tag vorher oder am Abend vorher da sich was entspannt hat, ne? Nämlich dann, wenn der Körper eigentlich beginnt zu versuchen zu reparieren, zu versuchen das wieder hinzukriegen, aber da wir ja ganz unbiologisch lange in unseren Problemen verharren, sind auch die Reparaturversuche des Körpers manchmal nicht erfolgreich oder funktionieren nicht gut. Um das kurz zu kontextualisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Brustdrüsengeschehen hernimmt, aufgrund von so einem Sorge-Streit-Konflikt. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt die Rehmutter im Wald mit ihrem Kitz irgendwas nicht stimmt, es frisst nichts mehr oder es kann nicht aufstehen oder es ist irgendwie verletzt und die Wunde wird nicht besser. Wie lange kann diese Rehmutter jetzt in dieser Sorgesituation sein um dieses Kitz, bevor sie die Situation irgendwie zwangsentscheidet? Also bevor es verhungert ist oder an einer Verletzung stirbt. Da geht es um Tage oder ganz wenige Wochen. In diesen Tagen oder ganz wenigen Wochen geschieht auf der organischen Ebene aber nicht genug, um einen Tumor zu produzieren. Das ist eine minimale Veränderung, die da abläuft, die mutmaßlich, also wir schauen das ja nicht nach, aber die mutmaßlich nicht mal nachvollziehbar ist, wenn man danach sucht. Wenn ich jetzt als Homo sapiens so eine Sorge-Streit-Situation habe in unserer modernen Lebensweise, dann kann es sein, weil zum Beispiel das Kind ein Schulversager ist. Ja, wenn man das Gefühl hat, das geht auf die falsche Bahn, das kümmert sich um nichts, es wird immer schlechter, dann raucht es heimlich oder kifft heimlich und ich merke, es geht bergab mit dem Kind und ich kann nichts machen. Und das kann jahrelang anhalten. Das kann jahrelang, kann das durchgehen und in diesen Jahren lässt sich natürlich viel mehr produzieren auf körperlicher Ebene, was dann Probleme macht. Wir haben also die Schwierigkeit, dass wir einerseits so ein biologisches System haben, das einfach reagiert und regeneriert. Auf der anderen Seite haben wir Lebensverhältnisse, die viel zähflüssiger sind, als man es in der freien Wildbahn haben könnte. Wir schaffen das also jahrelang, uns verhungernd zu fühlen, in Not zu fühlen. Wir schaffen das jahrelang, uns in Beziehungen zu halten, die wir gar nicht wollen. Also wir machen das alles aus menschlichen Gründen, ja, aus Abhängigkeiten oder kannst du nicht vorstellen, wie oft ich schon gehört habe, wir würden uns ja scheiden lassen, aber erst, wenn die Großmutter gestorben ist, die soll das nicht mehr erleben. Und dann lebt man halt 20 Jahre mit einer Person, die man gar nicht leiden kann, ja, arrangiert alles rundherum, um dieses Schauspiel für die Großmutter zu machen, wo ich mir dann denke, die arme Großmutter, ja, was wird der für eine Bürde aufgehalst, dass da alle ihr Leid sammeln für sie und sie weiß es nicht mal. Und Menschen machen das. Und wir machen das leichtfertig, weil wir der Meinung sind, dass es keine Konsequenz hat. Wenn wir wüssten, dass der Körper darauf reagiert, dann würde uns sowas vielleicht gar nicht einfallen. Aber weil wir dieses Mantra haben, dass der Körper ja ein biochemischer Automat ist, der irgendwie normalerweise funktioniert und wenn nicht, dann ist es ein Unfall, dass wir glauben, dass unser Verhalten dann keinen Einfluss hat, dann können wir solche Situationen bauen, ja, und können sie jahrelang, jahrzehntelang erhalten. Und in diesen Situationen entstehen dann diese Konfliktsituationen.
Ja, da spitzt es sich dann zu, wenn man schon sozusagen im Minenfeld spazieren geht, dann kann es auch leichter knallen. Und dieser biologische Konflikt ist dann sozusagen der Schalter, der es aktiviert, der dafür sorgt, dass dann auch wirklich eine Reaktion auf körperlicher Ebene erfolgt. Das ist aber ein Bauchgefühlsmoment. Der biologische Konflikt ist nichts, was man sich denkt, sondern was man erlebt, was man empfindet. Im Gegenteil ist es so, dass das, was wir denken, also die Bilder, die einem kommen, die Gedankenblitze, die einem kommen, werden produziert durch den biologischen Konflikt. Das ist also eine ganz wichtige Differenzierung. Wir haben ganz viele Ideen, die davon ausgehen, ja, wenn ich positiv denke, wird alles besser. Das funktioniert so nicht. Das Denken ist beeinflusst von den biologischen Programmen. Das heißt, wenn ich bemerke, alles, was ich mache, ziehen meine Gedanken immer in eine Richtung, dann ist das ein Symptom davon, dass bereits etwas da ist. Es ist nicht, dass mein Gedankenschweifen in eine Richtung irgendetwas produziert, sondern es ist eine Begleiterscheinung von den Prozessen, die bereits laufen und kann ein Anlass sein, dass man sich da mal Gedanken macht und schaut, was so los ist. Aber wir produzieren also nicht die biologischen Konflikte durch unser Denken, sondern durch die Lebensumstände. Und der biologische Konflikt erzeugt dann ein anderes Denken, automatischerweise. Aber wie siehst du das dann? Also ich meine, viele Menschen leben einfach in unserer heutigen Zeit, die leben in Angst, weil diese Frequenz von Angst, die ist ja überall. Ja, da brauchst du nur Radio, Fernsehen, Zeitungen. Diese Angst wird ja geschürt. Und das heißt, viele Menschen leben tagtäglich in dieser Frequenz von Angst. Ja, das ist auch, Angst ist eine ganz nützliche Sache. Wenn ich Steinzeitmensch bin im Wald und es raschelt im Gebüsch, dann ist ganz gut, wenn ich da eher Angst habe und nicht sage, ist nur das Häschen, sondern erstmal annehme, es könnte der Bär sein. Und wenn es dann, wenn ich weiß, es ist nicht der Bär, dann ist vielleicht das Häschen. Das heißt, Angst ist ein ganz nützlicher Reflex für alle Lebewesen. Wir schaffen das durch unsere moderne Kommunikationskultur, Ängste zu haben vor Dingen, vor denen wir nicht mal wissen, ob sie da sind. Also wir haben nicht Angst vor dem Rascheln im Gebüsch, sondern wir haben Angst vor dem Rascheln im Gebüsch, von dem mir jemand erzählt hat, das vor 3 Wochen war. Und da habe ich jetzt Angst davon. Und da führt mein Angsthaben natürlich nicht zu einer möglichen Handlung. Normalerweise ist dieser Impuls der Angst dazu da, dass man agiert, dass man weggeht von dieser Gefahrenquelle oder sich es anschaut genauer. Und wir haben das ganz häufig in Umständen, in denen wir gar nicht mal nachsehen könnten oder schon gar nicht handeln könnten. Das heißt, die Frage ist, nicht, habe ich Angst, habe ich nicht Angst, sondern wovor? Wovor, was ist Teil meiner Gegenwart, für das es Sinn hat, Angst zu haben, weil ich dann auch handeln könnte? Und natürlich, wir sind überflutet von Ideen, von Meinungen, von Meldungen, aus allen Ecken kriegt man tagtäglich mehr oder weniger aktiv, meistens passiv wird man zugeprasselt mit Informationen, die häufig gar nichts mit dem eigenen Dasein direkt zu tun haben, wo man eben den Zusammenhang dann um 5 Ecken behauptet und auf Jahrzehnte im Voraus. Und wir können entweder wählen, uns da eremitisch abzuschotten, sagen, ich will nichts wissen, ja, dann ist es trotzdem da. Oder eine Angstemanzipation zu machen. Einfach sagen, und ich entscheide, was für mich relevant ist. Und ich entscheide, was für mich in meiner Reichweite ist. Also es geht ja nicht nur darum, Angst zu wissen, was ist eigentlich relevant für mich, sondern auch, wofür lohnt es sich, emotional zu investieren, da überhaupt mental oder emotional Energie reinzubauen. Und wenn das was ist, wenn ich meine Angst kanalisieren kann auf etwas, wo ich wirklich Handlung machen kann, dann ist es ja gut. Dann verbessere ich ja diesen Missstand, der da ist. Das Problem entsteht in dem Moment, wo wir bombardiert sind mit Tausenden von Ideen und Meinungen und Bedrohungen, die völlig außerhalb unseres Handlungsradius liegen. Ja, und wenn ich nur mal festgestellt habe, was ist mein Handlungsradius, was bin ich eigentlich fähig zu tun tatsächlich mit meinem Dasein, dann kann ich auch identifizieren, mit welchen Gefahren kann ich mich eigentlich beschäftigen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, also Thema Eigenverantwortung und überhaupt zu erkennen, dass ich eine Wahl habe. Weil gerade in Bezug auf Krebs, ich glaube, da ist
Ja, da ist so viel Ohnmacht da und dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und da gibt es einfach, ich meine, die klassische schulmedizinische Sichtweise, die ist also einfach nicht sehr prickelnd. Ja? Und da kann ich sagen, so auf meinem Weg, also ich bin jetzt seit einigen Jahren auf dem Weg und da ist mir unmittelbar, ist mir auch die neue Medizin begegnet. Und da habe ich so ein Aufatmen innerlich erlebt, weil ich erfahren konnte, oh wow, aha, so kann man das auch sehen. Also es ist nicht unbedingt was Bedrohliches, was hier in meinem Körper stattfindet. Das ist ja so die herkömmliche Sichtweise, dass wenn es irgendwo zwickt, dass das was Schlimmes ist, dass das bedrohlich ist und dann muss ich irgendwo hingehen, damit das gerichtet wird, sondern es kann ein hilfreiches Programm meines Körpers sein und ist gar nichts Negatives. Und das fand ich, also damals war das für mich revolutionär und hat mir total geholfen, aus dieser ersten Panik rauszukommen. Ja, das ist ein ganz normaler, ganz, ganz häufiger Effekt, dass die konventionelle Sicht von nicht nur Krebs, auch anderen Situationen, ist eine Chaoserfahrung. Ja? Da ist plötzlich irgendwas nicht mehr in Ordnung, wo ich vorher immer dachte, es sei in Ordnung. Und in dem Moment, wo ich dann ein Modell kennenlerne, das eine Struktur gibt, ja, da kann man Diagramme machen, da kann man sich darauf einzeichnen und da kann man eine Vorhersage für die nächste Zukunft machen. In dem Moment kommt in dieses Chaos wieder eine Ordnung rein und es beruhigt schon. Jetzt ist natürlich wichtig, nachzuprüfen, ob dieses Maß an Ordnung, das ich da empfinde, ob es auch gerechtfertigt ist. Also ob ich wirklich verstehe, was los ist oder mich nur beruhigen möchte. Denn ich kann natürlich auch mit einer falschen Beruhigung einen falschen Weg lang gehen. Das heißt, das Erste ist ganz häufig, dass wir mit diesem Kenntnis der Naturgesetze, früher war der Begriff eben die neue Medizin, dass wir da erstmal merken, okay, es gibt auch eine Anschauung auf die Natur, die nicht durch Zufall und Chaos bestimmt ist, sondern dass da eine Systematik drin ist, dass es nicht einfach Glück und Pech ist, also dass Gesundheit und Krankheit nicht Glück und Pech sind. Und dann ist die Frage, wie kann ich das konkret für mich umsetzen? Kann ich nachvollziehen, was bei mir geschieht? Kann ich vorhersagen, was bei mir geschieht? Mit welcher Sicherheit kann ich wissen, dass diese Gesetzmäßigkeiten auf mich zutreffen? Dass ich mich da korrekt darin orientiere? Und dann brauche ich natürlich auch die Qualitätskontrolle immer wieder zu prüfen zu können. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Es ist leider in der Vergangenheit, gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, die diese Argumentation, die Dr. Hamer aufgebracht hat, benutzt haben als Komplizenschaft für ihre Angst, nichts zu tun. Sie haben dann mit der Sprache, mit Hamers Sprache, ihr Nichtstun begründet. Und das ist aber falsch. Ja, das ist Grundsatz falsch. Denn nur weil ein Symptom, das ich habe, im Rahmen eines Reparaturversuchs des Körpers auftreten kann, heißt es nicht, dass, weil es jetzt da ist, das auch weiterhin so gehen wird. Sondern ich muss trotzdem kontrollieren und wissen, wie muss das aussehen, dass es wirklich gut wird. Ja, also die Augen verschließen und sagen, ich habe eine neue Idee, wird schon besser werden. Das funktioniert nicht gut. Also es funktioniert nie gut. Deswegen, die erste Beruhigung, die haben wir in der Regel immer allein, weil da ein System ist. Im nächsten Schritt kommt die Frage, wie kann ich mich wirklich orientieren? Wie weiß ich wirklich, was los ist? Wie kann ich wirklich vorhersagen, wie es weitergehen wird? Und kann dann die adäquaten Schritte ergreifen? Kann dann die sinnvollen Maßnahmen ergreifen, die mir dabei helfen, die das voranbringen, ja, die da nützlich sind? Und wie weiß ich mit Sicherheit, dass es wirklich gut ist und bleibt? Ja, also das, wie weiß ich das mit Sicherheit? In dem Moment, wo ich die Identifikation habe, woher kommt das, wie ist diese Situation entstanden, wie bin ich damit umgegangen. Also wir können solche Konfliktlösungen, die dann da zu Veränderungen führen, können wir haben durch Zufall, ja, weil die Sterne günstig stehen, oder wir können es haben, weil wir Dinge geändert haben. Und wenn wir Dinge geändert haben, das sind bessere Lösungen. Das sind bessere Lösungen, weil um etwas ändern zu können, muss ich schon in mir weitere Entwicklungsschritte getan haben. Also um etwas ändern zu können, was ich bisher nicht ändern konnte, muss ich ja Entwicklung gemacht haben. Das heißt, ich bin nicht mehr die gleiche Person. Wenn sich positive Änderungen
meine Umstände ergeben, weil es gut läuft, dann ist es nur ein glücklicher Zufall. Es hat aber mit mir nichts zu tun. Und dann kann ich in die genau den gleichen Schlamassel genau gleich nochmal geraten. Und deswegen ist diese Abklärung, wie weiß ich, was da los ist? Wie weiß ich, welche Lebensbedingungen das begünstigt haben? Was habe ich über mich gelernt durch diesen Prozess? Das ist ganz wichtig. Und wir finden es bei ganz vielen Menschen, die so ihren Weg gefunden haben. In Biografien gibt es ja ganz viele Bücher, die schreiben, am Ende waren sie dankbar über diese Phase im Leben, weil sie ganz viel über sich gelernt haben. Weil auch wenn es gefährlich war, auch wenn es verlustreich war und ein Problem mit sich hatte, aber sie haben was gelernt, was ihnen nicht anders zugänglich war. Und sie sind nicht die gleiche Person wie vorher. Und das ist eigentlich wichtig. Das sucht man eigentlich in jedem Fall irgendwie zu erreichen, dass diese Schicksalsschläge und Umstände, die einen Probleme bringen, dass die einen auch weiterbringen irgendwie. Und ganz häufig im Leben haben wir Symptome, haben wir irgendwie kleineren Sachen, die kommen und gehen und verschwinden und wir haben keine Ahnung, warum. Und wir haben auch keinen Anlass, das zu beforschen. Ja, also es ist nicht schlimm genug, sich da Gedanken zu machen. Man hat dann 2 Tage Rückenschmerzen, ist weg. Aber ganz häufig haben wir Falsch-Positiv-Erfahrung im Sinne von, ah ja, klappt ja, geht von alleine weg. Und reflektieren dann nicht wirklich, was los ist und nutzen das nicht. Und es gibt eine schöne Metapher, ein Schaubild von Paul Watzlawick, der sagt, wenn ein Kapitän mit seinem Schiff durch sturmdurchzogene, neblige Nacht fährt, durch eine Meeresenge mit Untiefen und Felsen und Gefahren, und der Wind bläst ihn irgendwie so glücklich durch, ja, dann ist er zwar durchgekommen, ist heil angekommen von der anderen Seite, aber er weiß nichts über diesen Ort. Aber der beinahe auf die Felsen fährt, der da hart kämpfen musste, in Gefahr kam oder ist auch was passiert vielleicht, der weiß nachher etwas über diesen Ort. Und dieser Ort, das sind wir selbst. Das heißt, wenn uns diese Ereignisse, die in unserem Organismus ablaufen, diese Phänomene ablaufen, zumindest dazu genügen, etwas über uns zu lernen, dass wir feststellen, wo bin ich an meine Grenzen geraten, wo habe ich da was ausgeblendet, dann hat das schon einen Nutzen. Und die 5 Naturgesetze sind dazu eine sehr gute Landkarte, die uns also das leichter übersetzen lassen, worum es da geht. Da braucht man ja eigentlich relativ wenig Interpretationsspielraum und wenig metaphysisch und mystisches dabei, sondern man kann sehr deutlich sagen, was kommt da woher, ja, wo welche Taste ist da gedrückt. Und daraus hat man dann die Möglichkeit, eben wirklich systematisch zu schauen, was läuft da ab bei mir, was habe ich da für Schwachstellen oder für blinde Flecken und kann also einen Nutzen ziehen aus dem Schicksal, das sich bereits ereignet hat. Ich glaube, was so in diesem ganzen Feld von Krebs, was ich da als größte Herausforderung sehe, ist, also jetzt zwar über den Kopf Dinge zu verstehen, ist eine Sache. Aber da wird einfach wie so ein Fluch, ja, wenn da so eine Diagnose kommt, dann sitzt das. Und verstehen kann ich viel. Aber das heißt nicht, dass dieses Gefühl von Angst dadurch wirklich verschwunden ist. Und dass auch das ist ja das Schlimme bei Krebs, dieser Fluch, naja, du bist erst nach 5 Jahren geheilt oder nach 10. Also du hängst ja eigentlich immer drin in dieser Idee, oh, es könnte wiederkommen. Und das macht ja unglaublich viel Angst. Also was siehst du da als Möglichkeit, um aus dieser Idee rauszukommen und aus dieser Angst rauszukommen? Ja, man braucht eine Restrukturierung der Situation. Das heißt, ich muss das konsequent anschauen, was ist da los, muss konsequent nachvollziehen, dass meine Idee, die ich da gerne hätte, von was mit mir los ist, mit der ich aber noch nicht ganz zufrieden bin, dass das wirklich die richtige Idee ist. Ich brauche ganz viel Konfrontation mit der Realität. Das Schwierige ist, dass diese Idee der bösen Krankheit, die unsichtbar, mehr oder weniger unsichtbar im Körper wie ein Raubtier sich durchfrisst, das bedient ganz archetypische Ängste. Das bedient die Angst vom Monster in der Dunkelheit. Ja, also die seit es Leben gibt, seit Lebewesen gefressen werden von anderen Lebewesen, gibt es Angst vorm Biest,
das da irgendwo ist. Und darauf spricht es an. Und ich kann nur wissen, dass da kein Monster ist, in dem ich hinschaue. Also ich kann nicht aus der Dunkelheit in einen anderen Raum flüchten und dann beruhigt sein vor der Dunkelheit. Ja, ich muss wissen, was ist da los. Und wir haben jetzt mit diesen Naturgesetzen, mit diesen fünf Naturgesetzen eben eine neue Erklärung für wie passiert was. Und das kann ich nutzen als Schablone, um zu schauen, wenn jetzt irgendwelche Lebensereignisse sind, welche Symptome kann es produzieren? Habe ich das? Läuft es ab? Oder wenn ich Symptome habe, welche Lebensereignisse hängen damit zusammen? Aber es ist ja eine ganz normale Reaktion, der die meisten Menschen unterliegen, dass wenn alle etwas sagen, wenn alle eine Idee verfolgen, dann wird es doch wohl wahr sein. Und das ist ja normal. Also es gibt da aufwendige psychologische Forschung dazu. Ich glaube, über 60% der Menschen sind bereit, ihre eigene Beobachtung zu negieren, wenn es der Gruppe widerspricht. Ja, nur um compliant zu sein, also um mit der Gruppe zusammen zu sein, reden sie sich selbst ein, dass sie sich wahrscheinlich getäuscht haben. Ja, und das ist natürlich ein schlimmer Mechanismus, der aber natürlich funktional ist, ja, der dazu führt, dass man sich einig ist, obwohl man sich nicht sicher ist. Und wenn ich jetzt eine Situation habe und will raus aus der Massenidee, dann brauche ich ganz viel Wahrheitskontakt, ganz viel Realitätskontakt, brauche ganz viel Dehypnose, also raus aus, was denke ich mir, was male ich mir aus, hören sagen zu, was ist da wirklich los? Ich habe ganz viel Anfragen oder Kontakt mit Menschen, die erzählen von ihrer Diagnose, man hat mir gesagt, bla 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 bla, und ich frage danach, ja, und wie kommt man dazu, dir das zu sagen? Was hat man gemacht? Ja? Was hat man für Untersuchungen gemacht? Was wurde da? Und ganz häufig kommt am Ende raus, dass man ihnen nicht mal eine Diagnose gesagt hat, sondern jemand hat einen Verdacht geäußert, aber sie sind aufgrund eines aufgeladenen Begriffes in diesem Verdacht eingestiegen in diese Selbsthypnose, haben sozusagen die Scheuklappen geschlossen und in dieser Scheuklappen geschlossenen Welt sich ausgemalt, was jetzt mit ihnen los ist. Und haben alle weiteren Reaktionen damit gemacht und haben gar nicht diese Prüfung der Realität. Wie kann ich wissen, dass das stimmt? Wie kommt man dazu, sowas zu sagen? Und ganz viel braucht man also Wachheit, Präsenz, dass man einfach sagen kann, wie können Sie mir sowas sagen? Ja, was genau wissen Sie da eigentlich? Was genau kann man da eigentlich nachvollziehen? Auf wie viele andere Arten ließe sich das noch erklären? Warum kommen Sie auf diese Idee? Was ganz stark hilft, ist, wenn man zum Beispiel bei einer Diagnoseeröffnung nicht allein ist, dass man jemanden dabei hat, einfach zum Händchen halten oder am besten sogar eine sachkundige Person, die da mit dabei ist. Das ändert schon den Tonfall des Gegenübers, denn ganz viel Argumentation, die heute in der Medizin gemacht wird, ganz viel Unterdrucksetzung, die heute gemacht wird, ist eigentlich nicht zulässig, ist eigentlich nicht legitim, also ist manchmal richtig Nötigung der Person. Und wenn da jemand dabei ist, dann läuft es schon anders ab. Und wenn man jemand da hat, der ein bisschen noch eine andere Frage stellen kann, der da... Ja, wie kann man das genau wissen? Wie kann man das nachvollziehen? Was haben Sie genau gesehen? Was haben Sie nicht genau gesehen? Da kann man manchmal allein durch das genaue Nachfragen, durch die Präsenz gegenüber dessen, was gesagt wird, kann man das manchmal schon auflösen. Ja? Diese Folgeprobleme, die entstehen. Es hat ganz viel zu tun mit Trance-Induktion. Also stellen wir uns vor, das ist eine Trance-Induktion, eine Hypnose-Einleitung, so eine komplizierte künstlerische Sache ist, ja. Aber wenn man das mal, was bei dir wissen, ja, als man dir Diagnose gesagt hat, da war das im Moment, wie wenn die Welt taub wird und alles nur noch in Gedankenstrudel stürzt in dir und auf einmal wahrscheinlich hast du gar nicht mehr gehört, was der danach direkt gesagt hat. Ja, das lief ab. Das heißt, du bist in eine Blitztrance gegangen, das ist abgeschlossen von der Außenwelt, nur noch eigene Gedanken gewühlt und in dieser Selbsthypnose, und das ist eine Selbsthypnose, eine Zukunftsprojektion gemacht. Was heißt es jetzt für mich? Was ist jetzt mit meinem Leben? Und wenn aus dieser Selbsthypnose nicht rausgekommen wird, dann kann man gar nicht feststellen, was wirklich los ist. Dann bewegt man sich nur in dieser Seifenblase. Wichtig ist also Präsenz, Wachheit, Dehypnose, Kontakt zur Realität.
um dann Schritt für Schritt für Schritt feststellen zu können, dass was da geschieht, nachvollziehbar und vorhersagbar ist und eben nicht ein chaotischer Prozess. Und es geht in der Regel nicht durch einen Moment und dann versteht man es und es ist gut. Denn ich mache ja in diesem Fall eine Beweisführung von Jahrzehnten von gehörter Meinung von wohlwollenden Personen. Jahrzehntelang haben Menschen, die es gut mit mir meinen, mir schlimme Dinge gesagt. Und ich mache jetzt eine Beweisführung, um zu prüfen, ob die sich vielleicht geirrt haben oder nachgeplappert haben und gar nicht wussten, was läuft. Und diese Beweisführung ist natürlich ja mühsam, ja, also es ist Schritt für Schritt Arbeit, aber die ist notwendig, um nicht immer wieder in den Strudel der Selbsthypnose zu verfallen. Ja, und wir machen eine Realitätskonstruktion. Also von dem, was wir glauben, was da los ist, produzieren wir weitere Verhaltensmuster, die wieder weitere Konsequenzen haben. Aber das heißt, was würdest du jetzt konkret sagen? Also jemand kriegt jetzt so eine Diagnose und dann sagt der Arzt, also okay, also ganz schnell jetzt eine OP und dann noch eine Chemo, also das Standardprogramm. Was würdest du so einem Menschen raten in so einer Situation, wenn er gerade eine Diagnose bekommen hat oder sie? Die erste Frage ist, was ist da wirklich für eine Gefahr? Also wenn man sagt, ganz schnell Chemo, ganz schnell OP, auf welche Bedrohung bezieht sich das? Wenn da jemand ein blutendes Blasenkarzinom hat mit großen Verlusten, dann kann es sein, dass man schnell etwas tun muss, um diese Blutung zu stoppen, um dann eine akute Lebensbedrohung in den Griff zu bekommen. Ja, das hängt also davon ab. Die Frage ist dieser Zeitdruck, der da gemacht wird, worauf begründet der sich? Ist da wirklich eine Notlage oder hat man zumindest Zeit für eine zweite Meinung? Und allein das Einholen einer zweiten Meinung beim Kollegen, ja, also gleiche Fachrichtung, andere Klinik, löst manchmal die ganze Situation auf. Wir haben in der Schulmedizin eine unheimlich hohe Quote von Diagnoseänderungen bei Zweitmeinungen. Ja, wenn man einfach nur zweimal hinschaut, dass was anderes rauskommt. Das heißt nicht, dass das Zweite das Korrektere ist, aber das Andere löst bereits die Bedrohung des Ersten. Und wenn ich dann also relativ sicher bin zu wissen, was da los ist und jetzt sagt man mir, machen Sie Schritt XY, was verspreche ich mir davon? Und da kommt man ganz schnell in Kontakt mit dem, was man eigentlich wirklich glaubt, was im Körper los ist. Wenn ich glaube, dass in mir ein böses Tier sein Unwesen treibt, das mich von innen frisst, dann ist Gift einzunehmen die logischste Sache von der Welt. Also wer glaubt, dass er von innen vom Krebs zerfressen wird, der muss logisch auch eine Chemotherapie machen. Wenn er das nicht tun würde, würde ja die Angst vom bösen Tier haben und die Angst, dass er nichts gegen das böse Tier tut. Und allein, dass ich da nichts tue gegen eine Sache, von der ich Bedrohung fühle, allein das produziert schon weitere Probleme. Das heißt, die Frage ist, was glaubt die Person wirklich, was in ihr los ist und was geschieht, wenn sie dem nicht nachgeht, wenn sie keine Lösung versucht zu finden für diese Angst, die da los ist. Und wenn dann dadurch die Möglichkeiten offen sind, dann hat man ja mehrere Wege, die sich dadurch ergeben. Ja, was glaube ich, was würde ich machen im Fall A, was würde ich machen im Fall B, was würde ich machen im Fall C? Dann kann man auch schauen, wie würde ich erkennen, dass was ich tue, funktioniert. Ja, es geht nicht um die Frage, welche therapeutische Maßnahme muss man jetzt sofort machen oder nicht machen. Ja, das ist ein sehr materialistisches Denken. Sondern es geht um die Frage, welche Maßnahme bringt so viel Ruhe in die Person, dass diese Geschehnisse nicht weitergehen und nicht neue entstehen. Denn auch wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt nichts machen, will jetzt, weiß ich, meditieren oder irgendwas anderes, aber in mir brodelt die Angst, dann wird es weitere Probleme geben. Dann ist es keine gute Lösung. Dann wäre es besser, ich hätte eine Maßnahme gemacht, die vielleicht schwierig ist oder symptomatisch ist, die mir aber das Gefühl gibt, etwas Gutes getan zu haben. Die mir das Gefühl gibt, da ein Stück in Richtung zu mir gemacht zu haben. Also ganz viel ist die Frage, was ist die echte Haltung der Person? Man, als erstes gilt natürlich eine Diagnose erstmal zu klären. Ja, was steckt da wirklich dahinter? Der Zeitdruck, den man macht, die Argumentation, die man macht, was steckt da wirklich dahinter? Und
viel Druck, das auf den Patient gegeben wird, ist nicht durch Forschung belegbar, sondern ist die Verunsicherung des behandelten Personals, dass die einfach nichts falsch machen wollen und dadurch ihre Angst weitergeben als Druck. Und wo man häufig mit einem Gespräch mit dem entsprechenden Facharzt das auch strukturieren kann, ja, dass da gar nicht so viel Zeitnot da ist, wie man am Anfang fürchtet. Und diese Gefühl, keine Zeit zu haben, das ist einer der ersten Probleme. Denn wenn ich Zeit habe, also wenn ich weiß, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, mich zu entscheiden, dann kann ich Recherche machen, dann kann ich reflektieren, dann kann ich mir eine Meinung bilden. Aber dieses Gefühl von, ich muss jetzt machen, das ist eigentlich da am Anfang die große Hürde, das zu klären. Ja, was muss ich denn jetzt wirklich machen? Welche Gefahr ist da wirklich da? Das hängt natürlich absolut ab von der Situation, wie sie ist, ja, was man darüber weiß, was man da nachvollziehen kann, welche Maßnahmen da erfolgsversprechend sein können. Und das ist nicht einfach. Ja? Also die Person, die da anders handeln will, braucht ein großes Maß an Autonomie, ein großes Maß an Präsenz. Also wie kann ich jetzt wissen, was für mich gut ist oder nicht gut ist? Und das ist nicht leicht. Also man kann nur, wenn man da jetzt eine Theorie hat oder ein Buch hat oder sowas, kann man nicht von jedem Mann oder jeder Frau da verlangen, dass sie das umsetzen können. Ja, das ist eine schwierige Sache. Vor allem, weil ja unser ganzes kulturelles Zusammenleben auf dem Vertrauensvorschuss an die andere Person basiert. Das heißt, die Person, die da in die Klinik geht, sich untersuchen zu lassen, sich da diagnostizieren zu lassen, sich einen Befund machen zu lassen, die glaubt diesen Personen ja alle schon. Die hat ja schon den Vertrauensvorschuss gegeben, sonst wäre es ja gar nicht hingegangen. Und wenn man da jetzt mit der Meinung nicht zufrieden ist, also was anderes will, da wieder rauszukommen, ja, das ist also ist eine schwierige Sache. Das ist tief in uns drin, dass wir da einfach brave Patienten sein wollen und einfach wollen, dass jemand das gut macht. Und wenn ich anders will, das ist wirklich ein zäher Prozess, ja, der einfach auch oft ein gewisses Maß an Erwachsenwerden voraussetzt. Dass man eben feststellt, ich kann nicht einfach meine Haut ablegen und jemanden überlassen, ja, so das Auto in der Werkstatt, wo ich abgebe und dann machen die irgendwas und dann ist wieder gut. Sondern es ist ja halt mein Organismus und da kann ich nicht einfach jemanden das vollständig überlassen. Das hat viel mit mir zu tun, Entscheidungen zu treffen und nachzuvollziehen, was da Sinn hat und was nicht. Und das ist also keine einfache Sache. Ja, das kann ich bestätigen. Und ich glaube, darin liegt auch so diese Herausforderung, so wieder zurückzukommen. Also für mich ist es ein Zurückkommen zu mir, dass ich ein souveränes Wesen bin, ja, dass ich kein kleines Würstchen bin und auch so dieses Autoritätsdenken, ne, dass so die da draußen, die wissen es, die Ärzte wissen es, die Lehrer wissen es, die Guru wissen es und einfach zu erkennen, das ist mein persönlicher Weg, so dieses Stillwerden und wieder in diese Verbindung kommen, ja, mit dem, was ich bin, jenseits all dieser Stories, die in meinem Kopf da ablaufen mögen, in dem Moment weiß ich ganz genau, was für mich der nächste Schritt ist. Und für mich geht das, ja, in dieser Zeit, es geht um dieses Aufwachen, um dieses Rückkehren in diese eigene Souveränität und auch dieses Erkennen, dass wir alles in uns tragen. Also, ja, dieses Zurückkommen zu mir, das ist es für mich, ja. Ja, stimmt. Ja, was haben wir noch? Ja, was würdest du gerne noch Menschen mitgeben auf diesem Weg? Es gibt ein paar Maßnahmen, die man anstreben kann, um eine gewisse Vorbeugung zu haben. Nicht, wie das konventionell gesehen wird, sondern es ist gut, wenn man sich aneignet, eine Wahrnehmung für sich zu bekommen. Das heißt, wir haben eine
kulturell bedingt eine gewisse Gewöhnung darauf zu sagen, so mit Instinkt wegzureden und so zu tun, als könnte man darüber hinweggehen und einfach im Verstand weitermachen und das hört dann schon auf. Also das zu unterlassen, sondern wirklich sich zu fragen, mit was bin ich eigentlich einverstanden? Also was, wo will mein Wesen eigentlich hin? Denn wir vergessen ja ganz leicht, dass so wie wir heute da sind, ja, mit WLAN und Strom und dass wir solche Sachen machen können, das gibt es erst seit ganz, ganz kurzer Zeit. Ja, seit ein paar Jahrzehnten, seit 100 und ein bisschen Jahren Elektrizität in den Haushalten und sowas, das ist alles ganz, ganz neu. Das, was biologisch in uns abläuft, also nur, wenn wir jetzt unsere Spezies anschauen, hat eine 300.000-jährige Erfolgsgeschichte da. Wir sind heute da, weil alle unsere Vorfahren richtig gehandelt haben, nämlich bis zu dem Punkt, dass sie sich noch fortpflanzen und die Nachkommen aufziehen konnten. Das heißt, wir sind Profiteure von ganz langem Erfolg, und zwar ganz langem Erfolg ohne dieses intellektuelle Grübeln, ohne diesen Verstand, ohne diese Hochtechnologie, sondern wir sind Profiteure von Erfolg auf einer ganz einfachen biologischen Ebene. Und die läuft in uns heute noch. Und wenn wir anerkennen, dass das ja bisher funktioniert hat für uns, wir sind ja da, also das zeigt ja, dass alles gut gelaufen ist, wir sind ja da. Und dann nicht mehr so tun, als sei die Biologie und der Instinkt ja etwas Naives, Animalisches, Stupides, sondern es ist eigentlich das, was uns erlaubt, heute hier zu sein. Weil es all unseren Vorfahren, also auch die Spezies Mensch verlässt, noch viel weiter vorher, erlaubt hat, durchzukommen, als all unseren direkten Vorfahren. Und es hat funktioniert die ganze Zeit. Und deswegen ist dieser innere Impuls, egal in welche Richtung er jetzt zieht, ist nicht unbedeutend, sondern es ist ein ganz altes Nachrichtensystem, das mir erlaubt wahrzunehmen, was ist eigentlich für mich okay und was nicht okay. Und wir nehmen uns heute raus, das abzutun und sagen, so muss man nicht denken, ich mache was anderes und Indianer fühlt keinen Schmerz und so das abzutun. Und das erlaubt uns also, uns tiefer in Schlamassel zu buxieren, weil wir eine Selbstverleugnung machen können. Dann bauen wir uns natürlich auch Lebenssituationen, die in extremen Abhängigkeiten bestehen, die uns ganz unflexibel sein lassen, die uns dann, wenn es uns nicht mehr passen würde, ganz schwierig machen, rauszukommen. Wenn ich das Eichhörnchen im Wald bin und habe da mein Nest und mein Nachwuchs und meine Nüsse und dann kommt irgendwie der Fressfeind, der Siebenschläfer und der bedroht mich, dann kann ich den konfrontieren oder ich kann meinen Nachwuchs und meine Nüsse packen und wechsle den Wald und das dauert alles 5 Minuten und dann ist das Problem gelöst. Wenn ich heute als Mensch mir ein Häuschen kaufe und muss es dann 30, 40 Jahre abbezahlen und habe einen blöden Nachbarn, dann habe ich 30, 40 Jahre Nachbarschaftsstreit vorprogrammiert. Ja, wenn ich nicht große Verluste eingehen will. Das heißt, wir haben viele Situationen in unserem Leben, die uns eine Handlungsstarre machen, wo man nicht agieren kann im Moment. Und das ist problematisch. Also wenn man sich ein gewisses Maß an Freiheit behält, wenn man sich eine Selbstwahrnehmung behält, das erlaubt, früher angemessener zu reagieren, sodass gar nicht so viel Konfliktmasse aufstaut und auch ein gewisses Maß an Resilienz, also Gemütsruhe wieder zu erlangen, dass man nicht sich als Opfer des schlechten Wetters fühlen muss, ja, sondern einfach umgehen kann mit was da ist. Und ja, da gibt es viele spirituelle Schulen und Ideen, die da hinhelfen, ja, umzugehen mit was los ist und wofür man sich da jetzt speziell interessiert, ist vielleicht Geschmacksfrage, aber das sind Dinge, die man tun kann, um einfach wahrnehmungsfähig, agil und trotzdem beruhigt zu sein. Das heißt nicht, dass nicht irgendwas Schlimmes geschehen kann. Aber das heißt, dass ich nicht über die kleinsten Steine stolpere. Es erlaubt mir zumindest über vieles hinwegzugehen, was im Leben so einem vor die Füße geworfen werden kann. Und das ist aber kein Garant. Ja, es gibt also eine der Bedingungen des biologischen Konflikts, ist, dass es unerwartet ist. Das heißt, es entsteht immer in den Aspekten im Leben, auf die man gerade nicht achtet. Aber ich kann ja 100 Baustellen offen haben oder 5. Ja, also diese Entscheidungsfreiheit hat man natürlich. Und da kann man ein bisschen sich sein Leben und seine Handlungsfähigkeit natürlich gestalten, bevor es notwendig wird.
dass man da ein bisschen stabiler steht. Aus meiner Sicht ist es natürlich auch nützlich, wenn man sich vorher schon mit so Dingen beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel mit diesen Naturgesetzen. Es gibt auch viele andere Ideen, die da ganz nützlich und hilfreich sind. Das ist natürlich ein bisschen ambivalent. Ja. Einerseits wäre es natürlich gut, wenn kein Mensch je einen Grund hätte, sich mit sowas zu beschäftigen. Wenn das Leben immer so glatt durchlaufen würde, dass man sich gar nicht irgendwie beschäftigen muss. Andererseits ist es einfach hilfreich zu verstehen, wie funktioniert es. Ja? Wie funktioniert der Organismus? Wie funktioniere ich auch mit anderen in Interaktionen? Da steckt viel Erkenntnismöglichkeit drin. Das ist ja auch ein Grund, dass ich diese Dinge anbiete, weil ich das für eine nützliche Sache halte, damit in Kontakt kommen zu können und sich aneignen zu können, strukturiert und ganz ruhig. Auch wenn man jetzt keinen akuten Bedarf hat, weil gerade im Moment, in dem man im Schlamassel steckt, hat man eigentlich keine Zeit, sich da zu beschäftigen. Das heißt, diese Beschäftigung mit sich selbst, die macht man eigentlich am besten, wenn man keinen akuten Bedarf hat, um dann orientiert zu sein, falls irgendwas ist. Ja, also wie eine Brandschutzübung, die macht man, bevor es brennt. Und das wären so mein Input. Ja, es gibt sicher viele andere schlaue Sachen zu sagen, die jetzt nicht in meiner Kompetenz liegen, die zu sagen. Aber das ist aus meiner Sicht, was ich da beitragen kann. Schön, Nicolas. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mit mir gesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. War mir eine Freude und gerne jederzeit wieder.